Hallo, servus bei Monaco Deluxe. Schön, dass du wieder draufgeklickt hast. Ich bin heute für euch auf der Insel Skiados im Princess Resort. Direkt mit privatem Strand am Meer. Also was will man eigentlich mehr, gell? Aber ich würde sagen, wir starten das Video erstmal mit einer kleinen Roomtour. So, der Aufenthalt in der Princess Residence geht zu Ende und natürlich folgt wie immer mein Fazit. Ja, ich gebe zu, es ist vielleicht nicht der typische 5-Sterne-Hotel-Standard, den wir aus Europa kennen. Für mich persönlich zum Beispiel ist der Fernseher viel zu klein und ich finde auch, dass es zu wenig Steckdosen gibt. Also gerade so am Nachtkästchen, ich musste die Nachttischlampe ausstecken, damit ich mein Handy anstecken kann. Das sind so Kleinigkeiten, da merkt man einfach, dass es vielleicht nicht auf dem neuesten Stand ist. Aber es sind alles sehr gepflegt, es gibt keine Schäden, auch überall ist Holzboden mittlerweile. Also man merkt, dass nach und nach jedes Zimmer renoviert wird, jedes Jahr ein bisschen was. Besonders schön die öffentlichen Bereiche, alle tipptopp, ganz modern. Auch der Poolbereich, der Strand war sehr, sehr sauber. Und das Personal natürlich tipptopp. Also wenn man jetzt sagt, man plant so ganz moderne 5-Sterne-Häuser europäischer Standard ein, dann ist man enttäuscht. Man sollte vielleicht von 4,5 Sternen ausgehen. Dann ist man hier sehr glücklich. Das Essen war super lecker, egal in welchem Restaurant ich war. Das Frühstücksbuffet ist riesengroß, große Auswahl. Auch ganz toll ist dieses Front-Cooking schon in der Früh, jeden Tag was anderes. Also das war auch ganz, ganz lecker, muss ich zugeben. Ja, und ich meine, Entschuldigung, der private Strand in dieser wunderbaren Bucht, das ist natürlich, also kein Wunder, dass hier auch Jackie Onassis, das Land hat früher Jackie Onassis gehört, deswegen war sie hier wohl auch. Und ich denke, diese Privatsphäre, die man hier in dem Resort hat, das zeichnet auch sehr, sehr wohl dieses Hotel aus und macht es mit Sicherheit zu einem der besten Hotels hier auf der Insel. Schön ist natürlich auch, dass man Kinder mitbringen darf und sie nicht stören. Jetzt kommt nämlich genau das Thema. Normalerweise sage ich immer so, oh mein Gott, Kinder. Aber in dem Fall, ich muss zugeben, es gibt den Poolbereich für die Kinder. Es gibt ein bisschen abseits einen Spielplatz für die Kinder. Es ist nicht so, dass die Kinder so mittendrin sind, aber sie sind trotzdem dabei. Und das haben sie hier sehr, sehr schön gelöst. Für mich als kinderloser Reisender fühle ich mich nicht gestört. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Also mir persönlich natürlich. Also ich hoffe, mein kleines Video hat euch gefallen und ihr konntet euch damit einen kleinen Eindruck verschaffen. Lasst mir wie immer einen Daumen hoch da. Noch viel, viel besser. Hier draufklicken und abonnieren. Ihr wisst, Support ist kein Mord. Und dort oben habe ich ein Video, was euch gefallen könnte. Also einfach mal reinklicken, denn wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge von Monaco Deluxe.